Ja, herzlich willkommen zur schon bereits achten Ausgabe unseres Fasnetzgeflüsters. Und heute geht es mal wieder Richtung Zollernalb, Albstadt, Winterlingen. Da sind die Germanen zu Hause. Aber ich sage, bevor wir richtig einsteigen, kommt erstmal wieder unser Sponsor ins Spiel. Merzen habe ich dieses Mal mir geholt von der Brauerei Schimpf. Vom 150 Jahren lebende Tradition, so steht es drauf. Kronenbrauerei Schimpf, das machen wir mal geschwind auf. Und dann kann es eigentlich dann gleich losgehen. Wie gesagt, ich habe ja was zu trinken, aber wie es jetzt da bei meinem Interviewpartner gleich aussieht, das weiß ich nicht. Ich sage mal zum Wohl. Und jetzt gucke ich mal, ob er in der Leitung ist, der Timo. Hallo, Timo, grüße dich. Hallo Frank, ein kräftiges Hiya, so mir leben noch. Von Benzinger zu dir, Frank, und zu all den Zuschauern und zu deiner Frage. Ja, ich habe was zu trinken, kann auch gleich mit dir anprosten. Zum Wohl. Prima, aber das sieht so ein bisschen anders aus. Ja. Mit dem Krug sieht man etwa drin ist, gell? Bei uns ist es ein bisschen uriger, ja, aber es ist Bier drin. Genau. Die Germanen ist eigentlich, ja, sagen wir mal, ein bisschen doch ein jüngerer Verein, wenn ich so richtig deute, und was ich schon so nachgelesen habe, aber dennoch ist es eigentlich eine tolle Sache. Was kann man zur Geschichte erzählen? Da darfst du es auslegen. Die alte Germaner Benzinger sind gegründet worden 1971. Aufgrund der Begrabungsarbeiten um Benzinger herum Gräber von alter Germanerstämme gefunden worden sind, hat sich ein Teil der Ortsgemeinde gedacht, okay, wir gründen einen Narrenverein, die alte Germanen, um da geschichtlich anzuknüpfen, hat dann somit dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum, ist in dieser 50 Jahre doch recht stark gewachsen. Also wir haben im Moment eine Mitgliederzahl von 273 Stück. Wir sind aufteilt in der Gruppe einmal die Feldträger, das ist ein sehr großer Part, die Frauengruppe, die Germanenpfetzer, was unsere Musik ist, unsere Ritter, die das Häs tragen, das ich jetzt auch gerade anhau, und unsere Garde. Okay. Ja, also da habt ihr doch auch einige Gruppen und Figuren beieinander. Und ich denke mal, die Mitgliederzahl ist da entsprechend auch dann groß, oder? Ja, wie gesagt, 273 Mitglieder sind nicht alle aktiv, ein Teil ist passiv. Aber es ist doch immer eine recht große Germanenschar, die dann dabei ist an der Umzüge und an der Veranstaltung. Und denke ich mal, was natürlich das Ganze auch ein bisschen besonders macht, wie du es ja gerade gesagt hast, eure Musikgruppe, die Guggenmusik sozusagen, kann man da bestimmt auch hervorheben, oder? Ja, also die Germanenpfetzer, wenn wir in Kürze jetzt dann zum Vorsteller vom Häs kommen, die Germanenpfetzer hat unseren früheren Schalmeierzug abgelöst. Der Schalmeierzug ist 1983 gegründet worden, hat Bestand gehabt, bis 2013 ist dann dort abgelöst worden durch die Germanenpfetzer. Das war damals aus der Zunft heraus, wollte man etwas Neues gründen. Einige Mitglieder haben sich dafür ausgesprochen, dann hat man die Germanenpfetzer ins Leben gerufen und die sind jetzt fester Teil unserer Gemeinschaft und bereichern unser Auftrittsbild mit Musik. Gekleidet, so wie man es jetzt links hinter mir sieht. Ja, okay. Soweit da dazu, genau. Und dann gibt es der alte German oder der German als solches, ist der die Figur, die von deiner Seite aus links hinter dir steht, mit dem Fell und recht zottelig eigentlich, oder? Ja, der alte Germane kommt urwüchsig daher. Es heißt, er hat der Unterhäs, der trägt er eine braunfarbene Hose, hat da drüber alleine Pullover sitzen mit dem Vereinswappen drauf und der Aufschrift, trägt dann darüber ein Schafsfell, die gibt es in dunkler und in heller Ausführung, trägt dann an Arme und Beine sogenannte Fellstulpen, das ist meistens Hasenfell, was dann um die Arme und die Beine gewickelt wird. Das Bild wird dann abgerundet durch eine urige Holzmaske, da gibt es einmal den alten Germane, so wie man hinter mir sieht, mit Bartwuchs. Dann gibt es aber auch Frauenmasken und es gibt auch noch Germanenmasken, die etwas jüngere Gesichtszüge tragen. So wie man es da jetzt im Bild wahrscheinlich aussieht, da ist jetzt auch schön gemischt beim Umzug da dabei, gell?
Ja, genau. Das Kopffell lehnt sich an das Fell, das der Germane um sich herum trägt, also Schafsfell. Ja, also friere tut es eigentlich bei den Umzügen in der Regel eigentlich nicht wirklich, oder? Nö, normalerweise jetzt, sie haut es immer gut warm und wenn sie mal friert, fangen sie springen an und dann wird es noch warm. Ja. Was habt ihr so dabei? Ich sag sonst, es sind ja bei verschiedenen Narren, die haben Bombole, Wurst oder Brezler oder sonstiges, was sie verteilt. Kommt sowas bei euch auch mit dabei? Ja, also unsere Feldträger, die Frauengruppe und auch die Ritter verteilen dann Bombole und Gutzle und Süßigkeiten an die Zuschauer am Straßenrand. Die Musik, klar, die ist beschäftigt mit Musikmachern. Unsere Garde, die macht vorne ihre Tänze, die kommen da auch weniger dazu. Aber doch, wir verteilen dann doch Süßigkeiten an die Zuschauer. Und da sehe ich noch jetzt ganz links außen bei dir auch noch eine ja, nette, hübsche Frau, die aber auch entsprechend gekleidet ist. Was hat es mit der auf sich? Ja, das ist die Frauengruppe. Die Frauengruppe wurde ins Leben gerufen, einmal für Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske mehr tragen konnten oder können. Und aber auch zum Beispiel für junge Mütter, die dann ihre Kinder dabei haben, die mit Maske selber sich dann schwer tun, wenn sie laufen. Die Frauen sind gekleidet in einem selbstgenähten Häs. Da haben wir einmal einen dunkelfarbenen Rock mit grober Naht. Da drüber trägt sie eine leinenfarbene Bluse, wird dann überkleidet mit einer Fellweste und einem Leinenstoffumhang, der auf dem Rücken geziert ist mit dem Vereinswappen. Sie hat dann auch Fußstulpe und Armstulpe aus Fellstoff und trägt dann halt zum Schmuck diverse Ledertasche und auch Stirnbänder, die das Bild dann abrundet. Die Figur ist dran gehalten an alte Überlieferungen, wie diese Frau damals gekleidet war. Interessant, sehr gut. Ja, jetzt 50 Jahre, sagst du, ihr hättet jetzt dieses Jahr ganz groß gefeiert. Hättet auch ein Ringtreffen gehabt, also da wäre ja wieder bestimmt einige Vereine zusammenkommen. Konntet ihr jetzt natürlich gerade, wie bei allen, aufgrund der Pandemie so nicht feiern? Ja, mir wäre dieses Jahr ausrichtig sein vom 43. Ringtreffen vom Narrer Freundschaftsring Zollernalb. Man hat ja bereits in der letzten Folge aus Geislingen gehört, die letztes Jahr Ausrichter waren. Zu ihrem Geburtstag Ausrichter vom 42. Ringtreffer. Das wäre natürlich jetzt für uns dieses Jahr zum 50-jährigen Jubiläum ein besonderes Highlight gewesen. Es wäre alles unter dem Zeichen der Germane gestanden. Sprich, das wäre am Freitagabend dann mit einem Ringtreff oder mit einem Ringabend gestartet, der ganz klassisch ist. Am Samstag dann ein sogenannter Tingabend. Das ist von damals, von der Germana, wo sich die Stämme getroffen hat und gewisse Dinge besprochen hat, wo natürlich auch gefeiert wurde. Hier wären auch mehrere feldtragende Zünfte zu Gast gewesen, die jetzt nicht aus dem Ring kommen, die aus der weiteren Umgebung kommen. Bevor es dann am Samstagvormittag noch der Kinderringumzug, der mittlerweile auch eine große Tradition bei uns in einer Freundschaftsring Zollernalb hat, wo die Kinder im Vordergrund stehen, der ganze Mittag und auch die Minigardes ihre Auftritte aufführen im großen Zelt, bevor es dann am Sonntag mit mehreren tausend Hästräger dann zum traditionellen Ringumzug kommen wäre, mit sehr vielen Zuschauern. Das ist natürlich dieses Jahr unter dem, beziehungsweise letztes Jahr unter dem Augenmerk der Pandemie für uns auch nicht einfach gewesen, so wie für viele andere Zünfte auch. Man hat da lange damit gehadert und musste dann auch irgendwann diesen Weg gehen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen es verschieben. Wir drücken im Moment die Daumen und planen weiter, dass es 50 plus 1 dann gibt nächstes Jahr und wir nächstes Jahr unser großes Ringtreffen dann nachholen können. Und nach dem Freundschaftsring Zollernalb, da gehören ja die Germanen auch dazu, wie viele Mitglieder und Vereine fassten das Ganze? Ja, der nahe Freundschaftsring Zollernalb besteht aus 22 Zünfte mit 4.500 Hästräger. Er hat bereits 2017 sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Wir haben jetzt bei dir auf deinem Kanal bereits die Freunde aus Biesinger, aus Geislinger und Hechinger auch gesehen und jetzt auch uns, also diesen ebenfalls Mitglied im nahe Freundschaftsring. Wer sich da mal näher informieren möchte, auf der Homepage vom Narrer Freundschaftsring Zollernalb.de kann man sich da die ganze Zünfte nochmal angucken, kriegt da auch
interessante Hintergrundinfos und mitunter kann man sich auf der Homepage einmal das Buch, das zum 40-jährigen Bestehen herausgekommen ist, bestellen. Da sind alle nützlichen Informationen drin über die einzelnen Zünfte, woher ihre Figuren kommen, welche Traditionen sie pflegen, wie ihre Ortsfasnete ablaufen und mit schönen Bildern untermalt. Also absolute Bereicherung für jeden, der an der Fasnet interessiert ist, in seinem Bücherregal. Wenn ich jetzt gerade auch bei euch so auf der Homepage dann nochmal nachgeschaut habe, es gibt bei euch, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig habe, eine erste Vorsitzende, also eine Frau als Vorstand. Das ist ja auch ein bisschen nicht ganz ungewöhnlich, oder? Nein, das ist, freut uns ganz besonders, da wir dazu nur wenige Zünfte gehören, die eine Frau an der Spitze vorne hat. Sie ist gleichzeitig auch eine Einzelfigur mit ihrem Häs. Okay. Sticht da also etwas aus der Reihe der Ritter, die sonst vorne sind. Die Diana Frey führt das Zepter vom Verein schon eine ganze Zeit lang und sie macht es sehr gut und es erfüllt uns mit Stolz, dass da auch bei uns eine Frau an der Spitze ist, sogar mal eine Horde. Ja, sehr gut. Und du als Ritter, was kann man da noch dazu sagen? Du hast ja da sehr viele Orden und Ansticker da auf deinem Hut, auch an der Weste dran. Gibt es da was Besonderes, was man erwähnen muss? Ja, der Ritter der Germanen von Spenzingen kommt daher, dass nach der geschichtlichen Überlieferung von 1240 es einen Ritter Hermann von Benzingen gab. An dieser Figur ist unsere Kleidung aufgehangen. Das heißt, der Ritter tritt auf mit brauner Lederschaftstiefel, einer kastanienfarbener Hose. Er trägt ein weißes Hemd, darüber eine Weste und einen Gürtel um den Wamst. Hat dann noch einen fellenen Umhang und einen Hut mit einem Fuchsschwanz dran. Es ist natürlich bei uns so, wenn du jetzt die ganze Anstecker ansprichst, wir Narren sammeln natürlich überall, wo wir sind, Anstecker, tausche die mit Freunden und es ist natürlich dann immer wieder Highlight, je mehr man solche Anstecker hat, wo man dann auch immer wieder schöne Erinnerungen dran verknüpfen kann, wo man denn schon überall so war. Ganz genau. Aber eine Sache, glaube ich, die hängt dir um den Hals, man sieht bloß Kette und ein bisschen noch was, ist das ein spezieller Orden von euch, oder? Ja, wir haben einmal die Order für unseren Narrenrat. Das heißt, jedes Mitglied von unserem Elferrat hat einen Orden um den Hals. Dementsprechend haben wir auch noch einen Order für den ersten Präsident und den zweiten Präsident, sowie für den Kassierer. Das sind dann diese Anzeichen, wo man dann auch kennt, okay, dieser Narr hat eine Funktion bei uns im Narrenrat. Okay, zeigen doch mal ein bisschen höher in Kamera. Da sieht man nochmal. Genau, ja, wunderbar. Sehr schön. Der hat irgendwie da noch so einen Wikingerhelm auf, ist das richtig, oder? Ja, wir sehen jetzt auch jetzt hier an der Wand das, unser Emblem von der Zunft, wie es damals in den 70er Jahren kreiert worden ist. Einmal den Germane mit der Keule, mit dem nackten Oberkörper um den Fell und das Fell drumherum. Und dann ein Helm auf dem Kopf, der ein bisschen an die Wikingerzeit erinnert, ja. Mhm. Gibt es da Bezüge dann zu dem Wikinger oder wie kam das zustande dann letztendlich, dass da so ein Helm da noch auf dem Bild herrscht? Ah, eher weniger. Also die Germanen selber waren nicht mit Helme und irgendwelche Horne drauf unterwegs. Ich gehe schwer davon aus, dass damals die Gründungsmitglieder, die dieses Wappen dann auch entworfen hat, sich da ein bisschen am Zahn der Zeit orientiert hat, wie man sich damals einfach ein Germane vorgestellt hat, urwüchsig. Und da hat halt einfach der Helm mit Hammer mit dazugehört. Okay, also, sehr schön. Gut, immer aufpassen, auch die anderen Vereine wieder, denn da könnt ihr vielleicht durchaus wieder im nächsten Quiz nochmal was vorkommen. Und Quiz ist ja auch schon wieder ein gutes Stichwort. Da gibt es ja auch für den Verein, die jetzt, sage ich jetzt mal, im Wochenquiz morgen spielen dann übrigens die Hirlinger Schlosshexe gegen euch sozusagen. Das sind eure Gegenpart, geht zum 20 Liter Fässle und wenn ihr dann natürlich die beste Punktzahl habt und falls es zum Stechen kommt, entscheidet ja immer dann auch noch die Likes und Views und alles, was da im Social Media Bereich noch aktiv sein kann, zählt auch noch mit dazu. Also da musst du deine Mitglieder dann noch ordentlich anfeuern, dass sie da auch kräftig dabei sind. Kommentieren, liken, teilen etc. Ne? Genau, ja, so 14 Uhr oder 14 Minuten, sage ich jetzt mal, haben wir schon wieder rum. Das wäre eigentlich dann für mich wieder so die Zeit, wo wir mal zwischendurch schön das Quiz starten.
bist du da bereit dafür? Sehr gerne, ja, ich probiere es. Genau. Wenn du die letzten Folgen geschaut hast, dann ist es gar nicht so schlimm gewesen, denke ich einmal. Gut, gucken wir mal, was ist genau. Die erste Frage geht nach Biesinger, von unseren Biesinger Butzen, die wir ja letzte Woche hatten. Die Biesinger Butzen streckt, oder der Biesinger Butz streckt eine rote Zunge heraus. Was bedeutet dies? Gesundheit, schönes Wetter oder dass es windstill ist? Das ist jetzt nur eine einfache Einstiegsfrage, denke ich mal, oder? Ja, das müsste A sein, die Gesundheit. Jawohl, da sind wir schon mal dabei mit 5 Punkten. Genau. Die zweite geht auch nochmal dahin. Welcher Figur kommt bei den Biesinger Butzen nur einmal vor? Medikus, der Luftikus oder der Syndikus? Ebenfalls A, der Medikus. Genau, da sind wir bei 15. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt geht es wieder um einen Narrenruf. Und zwar, welcher Narrenruf erschallt in Bad Saulgau bei der Narrenzunft Freizeit und Narrenverein Heidbogenweiler Season? Heidro, siehst du mich noch? Heidro, bist du auch da? Oder Heidro, wir sind froh? Ja, da muss ich raten. Ich würde jetzt mal zu B tendieren. Nicht wirklich. Da haben wir auch Heidro, siehst du mich noch, ist in dem Fall auch nochmal A gewesen. Okay, alles klar. Kein Problem. 15 Punkte haben wir immer noch. Jetzt kommt die Frage 4. Da gehen wir jetzt nach Mülheim. Was diente als Vorlage für die Form der 12 Glocken des Mülheimer Schellenaus? Also da hat so 12 Glöckler da um sich rumhängen. Trichter eines Mahlgangs, das Dach des abgebrannten alten Rathauses oder den ehemaligen Mülheimer Straßenlaternen nachempfunden sozusagen. Ja, da muss ich auch raten. Mülheim ist eigentlich nicht ganz so weit weg von euch, oder? Nö, eigentlich nicht. Nicht ganz so weit, aber ich würde jetzt mal Richtung C tendieren. C. Schön nochmal denken, oder bleibst du bei? Ja, komm, bleib dabei. Ja. Bleibst du bei, alles klar. Na, liegst leider auch falsch. Das sind so Trichter von einem Mahlgang. So. Ah, okay. Wie man da sehen kann im Bild. Ne? Kein Problem. Sehr gut, dann Frage 5 und damit dann auch schon wieder die letzte. Wovon leitet sich der Name des Kierweible ab? Das ist auch da im Mülheim. Gehört auch da dazu. Kia oder Kia gleich Kienspan. Regionale Bezeichnung für eine Kittelschürze oder die große Form für Kirsten. Das ist so eine historischer Name, Vorlage, wo man da, wo es da geben soll. Genau. A, B oder C? Schwierig das mal, gell? Ja, ja, also ich würde jetzt mal B tippen. Nee, auch in dem Fall war es wiederum A. A, aua, okay. So haben die ausgesehen, ja. Wenn es irgendwie zum Anheizer braucht, das Ganze. Ja. Leider. Okay. Gut. Na, leider nur 15 Punkte erreicht. Aber wie gesagt, vielleicht könnt ihr das ja noch toppen mit euren Likes und Views und vielleicht reicht es ja da noch. Muss man gucken. Ja, mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, soll ja auch bloß ein bisschen Spaß machen. Man lernt ein bisschen was dazu und ich glaube, das ist ganz, ganz in Ordnung so. Ne? Genau. Durch. Und soll, wie gesagt, Freude machen. Mit Fasnet allgemein ja, dass man da wirklich Spaß hat. Was für Veranstaltungen ständen oder stünden an, wenn Corona nicht so wäre? Wie sieht es denn sonst so euer Narrenfahrplan grundsätzlich aus? Also in einem regulären Jahr fängt es bei uns dann auch an, la 11.11. mit dem Häsabstauber, dann am 6. Januar, wo sich die ganzen Mitglieder treffen, wo am 6. Januar ein Ritter der Saison geschlagen wird. Das heißt, einer der Ritter übernimmt die Schirmherrschaft über die kommende Saison.
Er erhält seinen eigenen Schlachtruf und wird dann auch gleichzeitig für die Verkostung der Mitglieder an diesem 6. Januar sorgen. Dann beginnt die reguläre Fasnet, wo man auf Umzüge fahrt, bis man dann am schmutzigen Donnerstag frühmorgens beginnt, unser traditionelles Backhaus in Benzinger im ehemaligen Rathaus anzumheizen, das bereits schon ein, zwei Tage vorher befeuert wurde. Da sind dann unsere Bäcker der Zunft, die dann beginnen mit frischer Fasnetzkirchle zum Backen, Speckkirchle, süße Kirchle und auch traditionelles Kesselfleisch zubereitet. Gleichzeitig dann unsere Germanerpfätzer sich auch schon treffen zum Frühstück und die erste musikalische Klänge frühmorgens im Ort klingen lassen. Die Narren treffen sich dann am Backhaus und fahren frühmorgens dann nach Winterlingen rüber. Wir beginnen dort mit der Schülerbefreiung der Schüler, was jedes Mal ein Highlight ist, bevor man dann übergeht zum Rathaussturm, wo man dann den Bürgermeister entmachtet. Dann fahren wir wieder zurück zu uns in Ort, befreien dort unsere Kinder im Kindergarten, was auch nochmal ein Highlight ist für die kleinen Narren. Dann im Anschluss machen wir einen kleinen Umzug mit den kostümierten Kindern vom Kindergarten dann runter zum Backhaus, wo dann auch wieder die Kindergartenkinder im Mittelpunkt sind. Unsere Musik begleitet das Ganze. Am Backhaus dann angekommen, dafür die Kinder selbstgemachte Papiere basteln, wo sie dann später an den Narrenbaum hängen und den dann schmücken. Und wenn dann der Narrenbaum eintrifft mit unseren Baumannen, die ebenfalls schon ganz früh am Morgen im Wald waren, dort gefrühstückt hat und den Narrenbaum gefällt hat, wenn der dann ankommt, wird er dann unter der Klänge der Germanenpfätzer und mit vielen Heiaso-Rufe dann gestellt. Dann ist fröhliches, närrisches Treiben um das Backhaus rum. Fasnets Samstag dann beginnen wir frühmorgens mit unserer Kinderphase, die den ganzen Tag andauert in der Festhalle mit viel buntem Programm. Und dann abends unser traditioneller Burgerball, ebenfalls mit Programm und Tanz. Am Rosenmontag steht dann meistens eine Ausfahrt an, die etwas weiter geht, wie die traditionelle Strecke in der näheren Umgebung. Am Fasnetzdienstag sind die Germaner bei uns im Ort unterwegs, in kleinen Trupps, und sammelt Eier und Speck an der Haushalte, um das dann abends in riesige Pfanne gemeinsam zuzubereiten für die Narren und für die Bevölkerung, die sie dann verzehren kann, bevor es dann mit unserem Vereinspfarrer zur Fasnetzverbrennung übergeht am Narrenbaum und das Ganze dann beendet wird unter der narrischen Klänge unserer Guckermusik. Mhm. Ja, also da ist ja ordentlich was los, wenn es normal laufen täte und hoffentlich nächstes Jahr wieder laufen wird. Da gehen wir doch hoffentlich alle stark davon aus, dass das der ganze Spuk irgendwann jetzt mal hoffentlich ein Ende findet. Zumindest der Sommer dann spätestens, genau. Ja, Guckenmusik, da gibt es ja auch immer so schöne tolle Treffen, denke ich mal, mit Guckenmusik, wo man zusammenkommt. Ich weiß es bloß als Beispiel, habe es schon zweimal erlebt, die großen Monsterkonzerte von Stuttgart oder in Stuttgart am Faschings, am Rosenmontag, genau, Rosenmontag ist es. Seid ihr da auch schon dabei gewesen? Vom Rathaus. Also unsere Guckermusik, die Germanenpfätzer, waren auch schon zu Besuch auf dem ein oder anderen Treffer in der Umgebung und hat sich dort präsentiert. 2019 hat sie zum ersten Mal bei uns im Ort ihre erste Pfätzer-Guckerte abgehalten, also auch ein Guckermusik-Treffer. Das war ein voller Erfolg und kam sehr gut an. Man wollte das eigentlich 2020 wiederholen. Leider kam die Pandemie dazwischen. Das heißt, auch dies ist erstmal verschoben dann auf den nächstmöglichen Zeitpunkt, wenn es dann wieder geht. Man hofft vielleicht Ende von diesem Jahr, wenn nicht dann nächstes Jahr. Ja, klar. Nee, also gerade wenn da so viele immer zusammenkommen, dann durch den ganzen Ort da, dann trommelt und pfeift und spielt und das ist immer, denke ich, doch auch was Besonderes. Mir gefällt es persönlich eigentlich immer recht gut. Ja, es ist immer heim. Genau. Und unterm Jahr, wenn jetzt natürlich der Fasnet vorbei ist, macht der Verein bestimmt auch noch einiges, oder? Ja, also wir fahren normalerweise fast jährlich, wird angeboten, dass man einmal Richtung zum Beispiel Krippstrill fährt mit der Familie und den Kindern.
dass dann ein kleiner Vereinsausflug stattfindet. Des Weiteren haben wir jetzt auch schon mehrmals veranstaltet, das sogenannte Kindergermanenlager. Das heißt, die Kinder sind dann bei uns in der Nähe vom Ort an einem Waldstück, durften da dann richtig urig Lagerfeuer machen und Würstlegriller und Stockbrot zubereiten und dann auch viele kleine Spiele durchführen. Es wird alles von unserem Jugendwart überwiegend organisiert. Der macht es wirklich sehr gut, sodass die Kinder dann auch unter mir einen Bezug zum Verein haben. Wir wollten letztes Jahr auch mal wieder ein Erwachsenen-Germanen-Lager machen. Das hat man früher öfters veranstaltet, wo sich dann auch die Erwachsenen in gleicher Weise treffen. Mal schauen, vielleicht wird das nächstes Jahr mal wieder was. Aber auch so unter mir schaut man dann doch, dass man die ein oder andere Veranstaltung dann mit anbieten kann. Mhm. Jetzt im Moment, aufgrund der Pandemie, geht es uns wie ganz viele andere Vereine auch. Das meiste findet dann virtuell und online statt. Hier kriegt man natürlich sehr viele Anregungen. Man sieht auch sehr viele Ideen im Netz von vielen Narren, wo man dann auch sieht, dass die Narren sich da halt unterkriegen lassen und mit ganz vielen Ideen ums Eck kommen. Und das ist dann doch schon recht interessant, was im Moment alles von virtuellen Burgerballen über virtuelle Fahrsitzverbrennungen und sonstige Spiele alles ansteht. Oder wie zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen der virtuelle Nachtumzug bei unseren Freunden in Straßburg, die ebenfalls im Narren Freundschaftsring Zollernalb sind, wo mir auch mit auftretet. Da sind dann doch schon recht viele Dinge, die sich im Moment so entwickeln, die einem dann doch Freude bereitet, auf was für Ideen so die Narren denn alles kommen in dieser Pandemie. Ja. Nachtumzug, so ein virtueller, wie muss man sich denn das vorstellen? Wie läuft das ab? Also wir selbst sind ja ein Ausrichter davon. Ja. Wir treten da nur mit auf. Und wie ich es jetzt schon mitbekommen habe, wird es dann auch unter Moderation die einzelnen Zünfte gemäß der Umzugsreihenfolge dann vorgestellt mit Bilder und Videomaterial, ähnlich wie es jetzt bei dir auf dem Kanal war, wo einfach erklärt wird, welche Zünfte jetzt normalerweise da werden, wenn der Nachtumzug stattfinden würde. Okay. Und das ist eine ganz tolle Sache und wir sind auch mal gespannt, wie es dann rauskommt. Aha. Ja, klingt auf alle Fälle spannend, da immer mal wieder auch in die sozialen Netzwerke reinschauen. Wie seid ihr da aufgestellt, soziale Netzwerke? Gut, Homepage gibt's, Facebook oder Instagram, nutzt ihr sowas auch? Ja, wir sind da jetzt mittlerweile seit einigen Jahren auf den Zug aufgesprungen, weil es einfach auch ein Medium ist, um sich präsentieren und auch die jüngeren Leute eher anspricht. Wir versuchen da auch, egal ob Instagram oder Facebook oder auch YouTube, regelmäßig dann Videos und Infos hochzuladen. Wir haben jetzt dieses Jahr haben auch angefangen, nicht nur Imagefilme zu drehen, sondern wir haben jetzt auch am Schmutziger zum Beispiel, bieten wir an, dass wir unsere klassische Fasnetzkirchle und Speckkirchle an unserem Ofen backen. Natürlich alles unter Einhaltung der Hygienevorschriften und es dieses Jahr einen Lieferservice geben wird. Da kann man sich das nach Hause bestellen, wenn man in der Gemeinde Winterlingen wohnt. Das heißt, auch da müssen wir virtuell diesen neuen Weg gehen. Wir werden auch virtuelle Fasnetzverbrennung machen auf unserem YouTube-Kanal und auf Facebook und Instagram, um einfach auch da präsent zu sein. Es wird auch dieses Jahr einen Online-Burgerball geben, der bereits das Programm abgedreht hat, wo die Zuschauer sich dann zu Hause hinsetzen können. Wir werden am selben Tag noch anbieten, Fasnet to go in kleiner Tüte, wo dann Konfetti und Getränke drin sind und kleine Verkleidungen, die man sich dann abholen kann bei uns, um dann einfach am Samstagabend den Online-Burgerball bei sich daheim zum Genießen und dann doch ein bisschen Fasnet daheim in der eigenen vier Wände hat. Ja, das sind doch tolle Ideen und ich denke mal, der eine oder andere wird da mit Sicherheit dazukommen. Also das Ganze, wie gesagt, am Faschings-Samstag dann, gell? Genau. Ja gut, wünschen wir auf alle Fälle gutes Gelingen und viel Zuschauer, die dann da mit reinschaltet. Genau. Ja. Wunderbar. Dann sind wir schon doch fast schon wieder am Ende unserer kleinen Talkrunde und hat mir wirklich gefreut, dass du auch dir Zeit genommen hast und deinen Verein, deine Zunft ein bisschen vorgestellt hast. Man lernt ja immer wieder was dazu und wie gesagt, für die nächsten Vereine da ruhig auch nochmal Augen und Ohren auf. Vielleicht die eine oder andere Frage kommt dann bestimmt. Ja, Timo, dann liegt es jetzt bei mir, dir einfach noch eine glückselige Fasnet zu wünschen und gesund bleiben und auf nächstes Jahr, dass wir da dann vielleicht 50
plus 1 nachholen dürfen. Vielen Dank, Frank, das wünsche ich dir auch. Und nochmal Dankeschön, dass du dir die Mühe machst mit deinem Kanal. Ist sehr gut, kommt sehr gut an, ist sehr informativ. Uns freut uns sehr, dass wir uns auch präsentieren durften. Wir wünschen dir auch noch gute Zeit und hoffen, dass wir uns alle vielleicht sehen nächstes Jahr bei 50 plus 1 bei der Germana Zunft Benzinger, wenn es da wieder heißt, essen, trinken, sind lustig und froh mit Hayaso, wir leben da. Genau, also den Narrenspruch darfst du gerne nochmal laut ausschreien. Hayaso, wir leben noch. Prima, wunderbar. Und das dann dreimal, genau. Genau. So ist es. Also, in diesem Sinne, mach's gut. Danke.